Schwere Halloween-Krawalle in Hamburg. Mülleimer brennen. Böller fliegen aus Wohnungen auf Polizisten. Immer wieder sind Detonationen zu hören. Gegen 19 Uhr beginnt der Spuk. Zumeist vermummte Jugendliche tauchen im Stadtteil Lurup auf. Bei einem Supermarkt gehen Scheiben zu Bruch. Film aber nicht mich! Film niemand! Die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. Auch Wasserwerfer werden gegen die Randalierer eingesetzt. Die Lage im Stadtteil Harburg wird sogar als äußerst angespannt beschrieben. Fast 400 Chaoten randalieren am Harburger Ring. In der Hansestadt herrscht Ausnahmezustand. Es gibt mehrere in Gewahrsamnahmen. Aber der Spuk zu Halloween in Hamburg ist noch lange nicht vorbei.